Heute sind wir hier, um die Pre-Oscar-Party zu begehen. Diese wird einmal im Jahr gemeinsam mit German Films, dem Deutschen Generalkonsulat und dem Goethe-Institut hier veranstaltet, um den deutschen nominierten Kandidaten für den Oscar einen Empfang zu bereiten. Hunderte Partys, zu denen wir natürlich meistens nicht eingeladen werden, mitten in Los Angeles. Die meisten finden in dunklen Hinterzimmern von irgendwelchen Hotels statt. Kein Licht, aber alle sind natürlich wichtig. Aber es gibt nur eine Party, zu der sich alle rausbegeben müssen nach Pacific Palisades, wo man eine Anstrengung unternehmen muss, um hinzufahren, nämlich hierhin. Und wenn du siehst, wie die alle das genießen, den Blick nach draußen und im Rücken, aber 70 Jahre Geschichte, 70 Jahre Exil, dann finde ich das eine wunderbare Sache, die die Welten zusammenbringt. Ich glaube, es ist die schönste Oscar-Party in Los Angeles. Es ist ein traditioneller Ort. Feuchtwangers haben hier gelebt, haben hier Exil gefunden. Und gemeinsam mit German Films hat man diesen Ort gefunden, um diesen besonderen Moment für die deutsche Filmszene hier zu begehen. Und wir sind froh, dass wir hier einen Partner gefunden haben, die uns helfen, hier auch der amerikanischen Presse ein Fenster zu geben, eben um unseren Film oder die Filme und Nominierten zu präsentieren. German Films ist zuständig für die Promotion von deutschen Filmen im Ausland. Ich bin zuständig für Nordamerika, also Kanada und die USA. Wir gucken, dass wir deutsche Filme auf amerikanischen Filmfestivals platzieren. Wir versuchen, Käufer für deutsche Filmlizenzen zu finden. Und wir begleiten deutsche Filme auf ihrem Weg, wenn sie in den USA rauskommen, also mit unserem Distribution Support Programm. Also einmal organisieren wir ja das Komitee, was den Film, der für den Oscar eingereicht wird, auswählt. Wir sind dann von Anfang an schon da eingebunden, unterstützen dann auch die Produktionsfirma mit einfach Geld, also unterstützen die finanziell, aber auch mit Rat und sagen, wie man eine Oscar-Kampagne vielleicht machen kann. Ich war wahrscheinlich der letzte Regisseur, an dem man gedacht hätte, um einen Tanzfilm zu machen, für einen Großteil meines Lebens, bis ich eines Abends zum ersten Mal ein Stück von Pina Bausch gesehen habe. Fast schon gegen meinen Willen. Ich hatte keine besondere Lust, weil ich hatte wirklich mit Tanz nicht viel am Hut. Und dann habe ich Café Müller gesehen, weil meine Freundin damals sagte, das musst du sehen. Und dann habe ich gesagt, ja gut. Wird wahrscheinlich langweilig. Und dann war das ein Abend, der mein Leben verändert hat. Ich rotz und Tränen geheult und habe nicht verstanden, wieso Tanz mich so rühren kann, aber dass es so war, stand fest. Und mein Gehirn hatte weit hinterhergehängt, aber mein Körper hat es verstanden. Und ich wusste nur, das ist gewaltig, was ich da gerade gesehen habe. Und ich muss diese Frau kennenlernen, diese mir unbekannte Pina Bausch. Und der Virus, den ich mir da eingefangen habe, der hat in mir fast ein Vierteljahrhundert gewirkt, bis ich ihn endlich loswerden konnte und unter die Leute bringen konnte mit dem Film Pina. Wir gehen ja auch nicht da rein, um diesen Oscar zu holen, sondern wir gehen da rein, um das zu erleben und da mal irgendwie ein Teil dessen zu sein, was man sonst immer im Fernsehen sieht. Und das sage ich aber jetzt. Also es wird mit Sicherheit vielleicht auch anders sein, sobald die Tür aufgeht und wir auf dem Teppich stehen. Kann ich mir schon vorstellen, oder bin ich mir ziemlich sicher, dass da die Nervosität steigt und vor allem man das Ausmaß dessen auch erstmal erlebt, was da passiert oder aber auch nicht. Also vielleicht ist es auch so, dass wir total entspannt darüber walten, wandern über den hohen Teppich und dann Platz nehmen und dann wieder raus und dann Wein anstoßen. Wir würden uns freuen, dass wir einmal über diesen roten Teppich sind.
Die Villa Aurora ist eine Künstlerresidenz. Sie wurde vor 16 Jahren gegründet und sucht pro Jahr ca. 15 bis 20 Künstlerinnen und Künstler aus, die sich hier für 3 Monate aufhalten können. Wir haben mal zusammengezählt. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren 5 oder 6 Oscar-Nominees und Gewinner hatten. Das ist doch eine tolle Sache. Unter den Stipendiaten, die hier übers Jahr zusammenkommen, die ihre Projekte in Los Angeles machen, so viele zu haben, die offensichtlich was Relevantes machen, die Preise gewinnen. Ich freue mich, all die Leute hier zu sehen und zu sehen, dass wenn Bender so ein ganz normaler Typ ist irgendwie, das inspiriert mich, weil wovor ich irgendwie Angst habe, dass wenn ich mal berühmt werde, das ist alles so eng und das will ich nicht. Und deswegen war es cool, denn Bender hat blaue Schuhe an und gibt immer die Faust so und so. Das ist schön. Also seit, ich würde sagen, dem Oscar für Nirgendwo in Afrika hat der deutsche Film wieder eine Art Höhenflug, würde ich es nennen. Also davor war es schon ein bisschen schwieriger, aber seit Nirgendwo in Afrika sind die Leute im Ausland neugierig auf die deutschen Filme. Dann kam der große Erfolg für Goodbye Lenin, später kam Das Leben der Anderen oder Bader-Meinhof-Komplex. Es sind immer wieder Filme gekommen, die gezeigt haben, dass man mit deutschen Filmen auch Geld an der Kinokasse verdienen kann, sodass im Moment er sehr gut dasteht. Jetzt ist quasi 24 Stunden vorher und der Puls ist noch im normalen Bereich. Ja, alles gut. Wenn ich sagen kann, ich war nominiert für einen Oscar, ich habe gewonnen, das ist eine Geschichte, wenn du heute sagst, du hast ein neues Projekt, was du vorstellst, kannst du als Oscar-Nominierter, bist du einfach in der glücklichen Lage, dass die Leute dir hinterherrennen und du musst nicht fragen, hallo, mein Name ist Hertha Schlag mich tot und ich habe ein neues Projekt. Dann sagen die, guten Schön, wenn du sagst, ich war mit meinem Film bla 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 zum Oscar nominiert im vergangenen Jahr, kennen sie wahrscheinlich, habe ich einen Termin die nächste Woche. Wir sind deutsche Filmemacher, wir freuen uns total, dass wir jetzt diesen Rückenwind haben und dass wir jetzt unsere ersten Projekte auf eigenen Beinen in Deutschland machen können und deswegen, das ist das, was wir hier uns mitnehmen können. Rückenwind und natürlich spannende Begegnungen und natürlich auch wirklich, wir haben mittlerweile Freunde hier, wir haben Leute, die uns wirklich unterstützt haben und denen wir dankbar sind für ganz viel positiven Feedback und Hilfe.